Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen MBK Packt aus. Heute haben wir, da werden viele schon ganz gespannt sein, den Bergepanzer 2 von Tacom, ein Bundeswehrfahrzeug von einem asiatischen Hersteller. Eigentlich, ja, wir freuen uns natürlich sehr. Auf der anderen Seite für deutsche Spritzgusshersteller ein Schlag ins Gesicht, dass die Asiaten einem zeigen müssen, wie es geht. Ja, was haben wir hier? Wir haben 9 Spritzlinge in diesem Bausatz drin. Ein Klarsichtspritzling, die Ober- und Unterwanne. Dazu haben wir 6 Weichgummispritzlinge, die für die Endverbinder da sind. Kupferseil, Seilmaterial, PE-Gitter und natürlich auch ein Dickelbogen. Und das Ganze kostet so um die 45 Euro, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Vorbestellpreis waren wir schon unter 40 Euro. Und ja, gegen August, Mitte August, Ende August soll das gute Stück hier sein. Wir haben schon einen da und wir werden jetzt mal reingucken und seid gespannt. So, beginnen wir in altbekannter Manier mit der Anleitung. Übrigens, heute habe ich meine Kamerafrau mitgebracht, die mich hier unterstützt. Das heißt, ich muss nicht selber immer zoomen und hin und her hantieren. Aber falls die Kameraführung ein bisschen komisch ist, nicht wundern. Also, wie immer bei den Tacom-Anleitungen, am Anfang nochmal eine schöne Seitenrisszeichnung mit ein bisschen Infos auf Englisch zu dem Bergepanzer. Dann hier erste Seite die üblichen verdächtigen Farben von Amic, die man im Grunde braucht. Die Anleitung, wie man mit Decals umgeht, Kleber, Feilen. Das, was eigentlich jeder weiß, aber wer mit dem Bausatz anfängt und das zum ersten Mal macht, der dürfte damit gut bedient sein. So, hier haben wir dann die Spritzlingsübersicht. Das Ganze relativ übersichtlich, finde ich gut. Das heißt, dem schnellen Bastelspaß steht eigentlich nicht viel im Wege, außer vielleicht der Kette. Aber da komme ich dann gleich später zu, wenn wir den Spritzling selber uns begutachten. So, die Unterwanne selber kennt man eigentlich schon von den vorigen Leopard 1 Bausätzen von Tacom. Das heißt, da ist nichts Besonderes dran. Die Schwingarme werden einzeln eingesteckt, bleiben aber nicht beweglich. Die Laufrollen auch aufgesteckt, unbeweglich. Das heißt, wer sie in Ruhe bemalen will, bemalt sie erst und klebt sie dann später erst auf. Hier sehen wir schon die ersten kleinen Änderungen. Also es ist keine originäre Leopard 1 Bauwanne. Hier ist vorne am Anfang schon ein bisschen was geändert für das Räumschild, das dann später mit eingebaut wird. Das dann auch schon hier aus relativ wenigen Teilen gebaut ist. Hier kommen wir zu der Kette, die ich gerade schon erwähnt habe. Ist an sich nichts Schwieriges dran, aber es ist eine Menge Arbeit, sie zu versäubern. So, hier geht es dann weiter mit der Heckwand. Die Oberwanne wird hier mit den Lukendeckeln verfeinert. Die kann man offen oder geschlossen bauen, wobei Inneneinrichtung ist nicht dabei. Das heißt, wer sie offen lässt, sollte eine Figur reinstellen, weil sonst guckt man in eine leere Wanne. So. Ja, das ganze Kleingerümpel, wie man es so kennt, Seitentüren, Schneegreifer, Nebelbecher, was wir alles haben. Hier sehen wir schon einen Haufen Klarsichtteile für die ganzen Winkelspiegel einzubauen. Also man sollte sehen, dass man keinen vergisst. So, was haben wir noch hier? Ja, hier das ganze Werkzeug, was man halt am Leopard so findet. So, weitere Lukendeckel in der Wanne. Abdeckung, FLA-MG. Das sieht alles. Hier haben wir für das Motorgitter. Das werdet ihr gleich im Plastik auch sehen, das ist schon im Plastik gespritzt. Das Abdeckgitter dann als PE-Teil, das macht einen ganz netten Eindruck. Hier haben wir das Tragegestell für ein Triebwerk, das hinten aufgelastet werden kann. Wer eins übrig hat, kann es draufstellen. Es ist so nicht mit dabei, aber ich glaube, das wäre auch etwas zu viel des Guten gewesen. So, Ober- und Unterwanne kommen zusammen. Hier haben wir nochmal zusätzlich ein Tragegeschirr für den Motor, der mitgeführt werden könnte, also quasi alles, was mit dazugehört. Die Abschleppstangen, das sieht alles schon sehr gut aus. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem Hauptteil, was den Bergepanzer zum Bergepanzer macht, nämlich hier der Kranarm.
Wir sehen hier mit Zylindern, die das Ganze beweglich halten. Das heißt also, man kann das Ganze frei artikulieren. Inwiefern das denn in Position hält, müsste man dann später beim Bau mal später sehen. So, ist nicht viel dran. Abdeckblech hier mit Seilmaterial, das auch mit beiliegt, allerdings als Stoffseilmaterial musste man mal gucken, wie das denn am Ende so wirkt. So, die Bemalungsvarianten, hauptsächlich Bundeswehr, liegt aber auch daran, dass der so aus dem Kasten gebaut eigentlich auch nur eine Bundeswehrversion ist. Die meisten ausländischen Nutzerstaaten haben Änderungen. Die Holländer haben andere Nebelwurfbecher und die Dänen haben dies und das und jenes. Man müsste also ein bisschen was ändern. Daher hier 5 Bundeswehrvarianten und eine aus Chile. Finde ich für die Bundeswehrfreunde eine tolle Sache. Da sind auch ganz besondere Sachen bei. Wobei bei der Farbgebung ist mir hier schon aufgefallen, diese einfarbigen, wie sie damals waren, in Gelb-Oliv, hat Amic hier als NATO-Grün bezeichnet, ist natürlich völlig falsch, aber der gewiefte Modellbauer kriegt das schon selber hin, die richtige Farbe dafür zu finden. Gerade hier meine Lieblingsversion mit dem Sägefisch dran, das Ganze in Gelb-Oliv, die Laufrollen allerdings in NATO-Grün. Ich denke, das wird auch die Version sein, die ich als erstes bauen werde. So, lange Rede, kurzer Sinn, viel Papier. Kommen wir zum Plastik. Fangen wir hier mit der Unterwanne an. Wie ich schon vorhin Papier gezeigt habe, normale Leo 1 Wanne, aber hier vorne schon mit Änderungen zur Aufnahme des Stützschildes und auch hier für die Seilwinde. Ansonsten die Details schön gemacht. Schwingarme werden eingesteckt und durch die Form fixiert. Da ist jetzt kein großes Hexenwerk dran. Die Heckwand ist schon zum Glück schon eingeklebt. So, was haben wir hier? Hier sind auch Teile spezifisch für den Bergepanzer. Zum Beispiel hier das Tragegeschirr für einen eventuell aufgelasteten Motor. Hier Trittbleche oder weiterer Staukasten, der hinten am Motorraum sitzt. Die Ersatzlaufrollen ohne die Narbenabdeckung. Das sieht sehr schön aus. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann hier auf den Lukendeckeln. Feines Anti-Rutsch-Material. Das gefällt mir sehr gut. Ja, ansonsten viel Kleinkram. Fein gespritzt. Ich sehe hier keinerlei störende Auswerfermarken oder Plastikausflüsse. Das ist ganz, ganz sauber. So. Hier kommen wir auch zu spezifischen Teilen des Bergepanzers. Gerade hier das Stützschild gefällt mir sehr schön in der Rundung gegossen. Keine Auswerferstellen, wie man sie vielleicht erwarten würde hier. Hier, das gehört auch noch mit zum Stützschild dazu. Jetzt haben wir hier ganz viele kleine Kleinigkeiten, Handgriffe, sauber gespritzt in schöner Form. Ich drehe das Ganze nochmal um hier. Hier kann man auch sehen, die feinen Details am Stützschild, diese kleinen, na Nupsis hätte ich jetzt fast gesagt, kleine Bolzenköpfe. Auch hier keine Auswerferstellen. Fast schon ein bisschen erstaunlich, wie Tacom das gemacht hat. Ja, hier haben wir noch die Abschleppstangen. Das gefällt mir auch sehr gut. So. Noch ein Spritzling mit viel Kleinkram, Treibräder, Lukendeckel. Ich glaube, der gehört originär zu einem normalen Leo 1 Bausatz, weil diese Lukendeckel haben wir in echt nicht bei dem Bergepanzer. Aber wir haben hier die Seilkauschen, die Abschleppschäkel, ja, weitere Abschleppschäkel, das FLA-MG, Antennensockel, also wirklich alles. Auch hier die Nebelwurfbecher gefallen mir sehr gut. Das Einzige, was hier halt fehlen würde, wären die feinen PE-Kettchen. Aber da gibt es ja zum Glück von Leopard Club auch entsprechendes. Also das ist auch sehr, sehr schön. So, kommen wir zur Oberwanne. Die ist natürlich komplett neu. Da ist auch nichts dran zu rütteln. Hier ist das, was ich vorhin schon sagte, dass das Innenleben des Lüfters quasi schon im Plastik
eingespritzt ist, um nur noch das PE-Teil, das ich dann gleich noch dazu zeigen werde, quasi oben rüber kommt und das Ganze abschließt, macht so schon einen ganz guten Eindruck. Hier auch die Abluftgitter des Auspuffs in einer Flucht mit der Wanne. Bei den normalen Leo 1 ist ja ein deutlicher Absatz drin. Das ist hier schön wiedergegeben. Die Anti-Rutsch-Beschichtung hier zum Beispiel auch feine Pads mit einem, man kann es hören, ganz feinen Muster. Das ist für Spritzguss mittlerweile wirklich gut. Ne? Früher hieß es immer, ah, sowas kann man in Spritzguss nicht darstellen, aber man sieht, es geht. Also wirklich sehr schön. Und ich muss mich, glaube ich, gerade korrigieren mit dem runden Lukendeckel. Ich sehe gerade, hier gehört doch einer rein. Also Kommando zurück. Das ist soweit richtig. So, hier die Seitenzugangsluken. Wie gesagt, es ist leider keine Inneneinrichtung dabei, aber das hätte den Preis wahrscheinlich nach oben katapultiert. Von daher, wer will, kann sich selber was reinbauen, aber ansonsten sollte man die Luken zulassen. So. Kommen wir zum Hauptsächlichen, zum Kranarm. Auch hier sind obendrauf Anti-Rutsch-Beschichtungen. Die machen mir eine Spur, einen dickeren Eindruck als auf der Wanne. Vielleicht täuscht das aber auch einfach nur, dadurch, dass sie wirklich sehr, sehr groß sind. Aber es entspricht dem so, wie es im Original halt auch ist. Die Hydraulikzylinder, leider zweiteilig, aber gut, nur so kriegt man das hin, dass man den Stempel reinbekommt und mit dieser Verdickung arretieren kann hier. Muss man halt ein bisschen schleifen und spachteln, aber gut, da gibt es wesentlich Schlimmeres, wie man auch hier sieht. Sehr, sehr, sehr feine Teile, die wirklich, ja, ich will nicht gerade sagen winzig sind, aber wirklich klein und dafür super sauber und fein gespritzt. Auch hier die ganzen Stäbe und da muss man gerade beim Rosttrennen wirklich vorsichtig sein, dass man da nichts zerbricht. Also entweder sehr scharfes Skalpell oder am besten immer Ultraschallschneider, der das Ganze spannungslos da raustrennt. So, was haben wir noch? Kommen wir mal hier ein bisschen zu Kleinkram, da wir auch gleich zu der Kette kommen. Na, jede Menge Weichgummi. Ich weiß gar nicht, ob man das, wenn man da ranzoomt, überhaupt sehen kann. Es handelt sich hier um die Endverbinder für die Kette. Das Schöne, ich habe sowas schon mal gebaut mit den Weichgummi-Endverbindern ist, man kann sie wirklich raufdrücken auf das Kettenglied und die halten dann auch entsprechend. Wer sowas mal mit den Ketten von Hong Kong Creation Workshop gemacht hat, wo die Endverbinder aus Hartplastik sind, wird wissen, was ich meine, dass die ganzen dann teilweise brechen, weil da zu viel Spannung drauf ist. Das kann hier nicht passieren. Das ist eigentlich ein sehr angenehmes Arbeiten, aber halt eben so viel raustrennen und ein bisschen versäubern, ist schon ein bisschen ätzende Arbeit. So. Der Spritzen für die Kettenteile liegt dreimal bei. Zwei packen wir auf der Seite. Hier haben wir die einzelnen Kettenglieder. Hier haben wir die Unterseite mit den Gummipolstern. Und hier halt eben die Bolzen, wo die Endverbinder draufgesteckt werden. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass hier eine ganz kleine Verdickung am Ende ist, die dann auch wirklich die Gummi-Endverbinder vom wieder herabrutschen ja, daran hindert. Mittelverbinder, die eingeklickt werden müssen. Das Schöne hier ist wirklich, es ist ein einteiliges Kettenglied. Es ist nicht wie bei vielen anderen, dass man die Bolzen als Einzelteil hat, ein Ober- und ein Unterteil zusammenkleben muss. Nein, das einzig Ätzende ist halt eben die 100 irgendwas Kettenglieder hier raustrennen, mit vier Angüssen sauber machen, das Ding in der Mitte reinsetzen und die Endverbinder draufsetzen. Das ist, glaube ich, die größte Arbeit an dem ganzen Bausatz. Aber das Endergebnis kann sich sehen lassen. So, kommen wir schon bald langsam zum Schluss. Dieser Spritzling für das Laufwerk liegt zweimal bei. Den legen wir weg. Na, hier haben wir die Laufrollen und die Spannrolle. Jeweils für eine Seite die Schwingarme mit der entsprechenden Form, die wirklich saugschmatzend in die Wanne reinpasst und das Ganze auf einer Linie arretiert. Wer ein bewegliches Kettenlaufwerk haben will oder für unebenes Gelände, der muss halt ein bisschen feilen und das Ganze anpassen. Geht alles. Ja, ansonsten ist hier nichts großartig Verdächtiges drauf.
Achso, ja, der Spritzling für die Klarsichtteile darf natürlich auch nicht fehlen. Ne, sind in der Hauptsache die ganzen Winkelspiegel für die drei verschiedenen Luken und für die Scheinwerfer natürlich auch. Und ich sehe gerade auch hier für eine Rundumkennleuchte auch ein klares Plastikteil dabei. Das finde ich sehr schön. So. Jetzt hier das angesprochene Seilmaterial. Einmal für das Abschleppseil, einmal für den Kranarm. Wie gesagt, es ist ein Textilseil, es fasert ein bisschen. Ich hätte es wahrscheinlich als Metallseil ein bisschen besser gefunden, aber es geht. Ich glaube, wenn man das erstmal mit Metallfarbe bemalt hat und ein bisschen glatt streicht, kann man das sicherlich hinbekommen. Vorteil ist natürlich gegenüber einem Metallseil, es bleibt unter Spannung oder bleibt auch so hängen, wie man es hat. Metallseile sind ja manchmal ein bisschen störrisch. So, das besagte PE-Teil, die Abdeckung für den Motorlüfter. Wie gesagt, super feines, geätztes Gitter, ganz sauber. Auch wieder hier in Plastik eingehüllt, gesichert. Ja, da gibt es sonst nichts weiter zu sagen. Und last but not least natürlich der Dickelbogen mit den vielen schönen Sachen für die Bundeswehr, die ganzen Nummernschilder, die Einheitenabzeichen, das Warnzeichen, das Eiserne Kreuz und natürlich hier mein Freund der Segelfisch. Und was ich bei dem einen nicht gezeigt hatte, hier auch sehr witzig, aus den 80ern, Anfang der 80er, wer alt genug ist, kennt sie noch. Ich bin in den Energiesparer-Aufkleber, der hinten auf einem Panzer zu sehen ist. Gerade zur heutigen Zeit irgendwie witzig. Ja, hier sonst die Einheitenembleme, da hat Tacom eine wirklich, wirklich schöne Auswahl getroffen. Ja, das war's denn soweit. Ja, was soll ich sagen? Lange darauf gewartet. Wie gesagt, Bundeswehrmodelle gibt es eigentlich noch viel zu wenig in 1:35 und dann so ein schönes Ding. Hat mir sehr gut gefallen. Sicherlich könnte man einige Sachen noch weiter verfeinern, verbessern, aber so fürs Erste, für den Preis, meiner. Nein, also sehr schön, sehr schön. Ich hoffe, dass Tacom das Ganze weiter fortsetzt mit der A2-Version, vielleicht noch ein DAX und. Hängt wahrscheinlich viel davon ab, wie sich das Ganze für Tacom darstellt, wie die Verkäufe weltweit aussehen. Wie gesagt, für unter 50 Euro zuschlagen, sage ich. Und wie gesagt, ich hoffe, dass er bald wirklich hier auf dem Ladentisch steht. Ich für meinen Teil werde jetzt mal noch weiter reintauchen hier und das Ganze anfangen zu bauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich dabei begleiten. Vielleicht gibt es ein entsprechendes Video. Mal sehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.